Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Es quält sich mit mir wieder hier durch. Die Manari. Hallo Kim. Moin, moin. Da sind wir da. Ich habe das gerade ein bisschen falsch formuliert. Ich quäle mich ja gar nicht, aber Manari muss mir zugucken. Eine harte Strafe. Aber sie hat mir gerade gesagt, sie macht das tatsächlich gerne. Ja, das macht wirklich Spaß. Ich mag es. Und wir hoffen mal, dass das Audio heute mitspielt. Sie war gerade schon ein bisschen abgehackt, aber jetzt geht's gerade. Du kannst das ja selber nicht beurteilen, aber bei mir, was hier ankommt, ist jetzt aktuell gerade mal gut. Ja. Na, okay, hoffentlich bleibt es so. Ja, hoffe ich auch. Kurz mal für den Zuschauer zur Erklärung. Ich habe in der Folgenpause mal ein bisschen gesammelt, aber keine Sorge, nicht viel. Ich bin tatsächlich mal in die ersten Gebiete zurück, habe da noch ein paar von diesen Totems abgeschossen und so. Kim, du hast mir positiv ins Gewissen geredet. Es ist ja wirklich ein bisschen nervig, wenn ich jetzt im Let's Play da immer irgendwie zurückgehen würde, alles nochmal ablatschen, nur um so einen Geocache oder irgendwas zu finden. Ich erkläre das gleich, wenn wir das nächste Mal am Lagerfeuer sind. Was wir jetzt hier gerade sehen ist, ich habe nämlich auch ein neues Outfit, es ist mal wieder soweit. Kim hat mich da auch schon gerade gefragt, das ist das Guerilla-Outfit, das habe ich mal eingestellt. Dafür musste ich auch zurück zum Lagerfeuer latschen, deshalb bin ich so ein bisschen durchs Level durch. Aber ich habe jetzt nichts eingesammelt, was der Zuschauer irgendwie bedauert, verpasst zu haben. Ja, und als nächstes würde ich sagen, gehen wir jetzt mal endlich zu dem Co-Piloten darunter. Ich glaube, es war der Co-Pilot, der da sein Signalfeuer abgesetzt hat. Das sieht übrigens total schön aus. Ich kann es ja auch endlich mal laufen lassen, so. Wow. Okay. Wie kommen wir da am besten hin? Da kommen wir wahrscheinlich da runter am besten hin. Genau, und da oben ist dann das nächste. Ach, und übrigens, ich habe mal drauf geachtet, vielleicht war das schon klar, aber ich habe jetzt 30 Pfeile und hier verbrauche ich keinen Pfeil, ne, wenn ich das dahin schieße. Mhm. Das ist ja auch gut. Stell dir mal vor, du gehst hier 10-mal im Kreis rum und hast die ganzen Pfeile verballert. Das wäre ja ganz schön blöd. Ziemlich. Aber kein Wunder, dass da keine liegen. Das ist mir bisher nie aufgefallen. Kein Wunder, dass was? Dass da keine Pfeile liegen. Also rum, weißt du? Wo sollen die liegen? Also im Gebiet, überall. Sonst liegen da ja überall Pfeile. Hier Pfeile, da Pfeile und da ist halt einfach nichts an Pfeilen, oder? Echt? War das so? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ein paar lagen ich hier schon auch. Ich habe keine gesehen, meine ich. Also aber ich sehe es halt sowieso nicht gut, aber immerhin. Aber es stimmt natürlich, wenn man hier keine Feinde erledigen muss, sondern nur hier rumrutscht, dann braucht man keine neuen Pfeile, klar. Ich muss darüber. So, sie hat gerade gesagt, sie muss darüber. Das ist uns ja irgendwie klar. Ganz schön windig hier, alles wackelt. Heieiei. Ach siehste, und apropos Pfeil, da wollte ich auch gleich nochmal was ausprobieren. Oh, jetzt probiere ich das nicht aus. Jetzt sehe ich zu, dass ich hier weiterkomme. Lauf, lauf. Ich meine, kletter, kletter. Scheiße. Ach komm, muss ich hier wieder Quicktime machen? Ah, welche war das? Die. Gleich wieder Stress hier zu Beginn der Folge. Okay, hat sie ja geschafft. Aber cooles Outfit. Nett, ja. Captain Jessup! Ja, Co-Pilot, da steht's. Wo ist der hin? Genau. Ach guck, hier ist seine Fackel, aber er selber ist gerade nicht da. Hat er sich vielleicht noch irgendwo hingerettet? So, ist hier was? Nö. Was ich gerade testen wollte jetzt mit den Pfeilen. Ich hatte doch schon aufgelevelt, dass ich länger den Bogen spannen kann. Und ich probiere jetzt mal aus. Moment, dafür muss ich den Bogen haben. Ich probiere jetzt mal aus. Punkt 1, wie lange? Und Punkt 2, ob sie den Bogen, wenn sie nicht mehr kann, einfach nur entspannt. Oder ob sie den Pfeil dann abschießt. So, ich halte jetzt einfach mal gedrückt. Muss man ja auch wissen, sowas. Klar. So, jetzt fängt sie mich gleich an zu wackeln. Ah, da. Okay, sie schießt ihn auch ab. Sie kann ihn dann nicht mehr halten. Ist genau. Eigentlich auch logisch, dass man sich als Spieler dann überlegen muss, dass man handelt, bevor man den Pfeil verliert. Okay. Logisch. So. Oh. Hui. Ach so, und Kim, du wirst es nicht glauben, mir ist es doch tatsächlich passiert, als ich jetzt zwischen den Folgen kurz nochmal im Gebiet drin war und ein paar Sachen gesammelt habe. Ich habe das Bergungsgut mitgenommen, weil ich dachte, da verpasst ja der Zuschauer auch nichts. Und da habe ich tatsächlich wieder einen Teil vom Gewehr gefunden. Da bin ich jetzt, glaube ich, bei 2 von 3 oder so. Also sehr falls, cool. Falls das jetzt hier nochmal passiert, dann müsste ich das Gewehr haben. Okay, das waren müde 10. Und, Moment mal, die waren das doch mit dem Feuer hier. Oder? Die nicht.
Sieht nur so aus. Und ich habe jetzt auch wieder rausgefunden, mich mal endlich informiert. Oh, hat uns von dem Flugzeug erzählt. Moment. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Willst du was zu den Tierchen sagen, Kim? Was für Tierchen? Siehst du sie nicht, hier direkt vor mir? Ach da, jetzt sehe ich die. Das ist so verpixelt bei mir. Das ist, Auweia. Da, also, guck mal. Zwei Stück. Wie zahm die sind. Oh, und ich laufe an den Früchten hier direkt vorbei. Blümchen. Ich wollte sagen, ich habe rausgefunden, wie man die Fackel löscht. Also ich hätte es schon längst wissen müssen, aber es war einfach die gleiche Taste wie zum Beispiel Absteigen von einer Leiter oder sowas. Ach so. So, ganz simpel, aber man muss es halt wissen. So. Klar. Ach, macht's automatisch an. Hasen wurden soeben durch Ratten ersetzt. Toll. So. Ach, da ist ja schon wieder ein Feuer. Okay. Aber das ist kein Reisefeuer. Schade. Okay. Oh, wir haben ja so viel Ausrüstung. Ist ja unfassbar. 1101 Bergungsgut. Da kann man mal wieder was machen. Auf jeden Fall. Oh, ich bin ja Fan des Gewehrs. Hab da aber auch schon alles. So ziemlich fast alles. Größeres Magazin könnte ich noch machen. Was hatten wir sonst? Das haben wir. Du bist Fan der Pistole. Auf jeden Fall. Will ich mal auf dich zurückkommen? Was gab's hier? So, obwohl. Also es kommt, glaube ich, noch eine Waffe. Es kommt, glaube ich, noch die Schrotflinte. Ich mache jetzt mal mit dem Bogen was. Da gab's ja auch noch Sachen. Und zwar verstärkte Wurfarme, mehr Zug und mehr Schaden. Das ist nämlich ganz gut. Ich hatte, glaube ich, schon ein paar Gegner, wo ich dann zwei Pfeile brauchte. Und dann kann ich jetzt mal hier auch drauf aufbauen. Was war das? Gewickelte Sehne, Schussfrequenz. Kann ich mir eigentlich beides mal großzügig leisten. Ja, so. Verstärkte Wurfarme und die gewickelte Sehne. Das ist ja jetzt der endgültige Bogen. Ich hatte ja den provisorischen durch den... Wie hieß der noch gleich jetzt, der Bogen? Curved, irgendwas mit Curved, oder? Ich vergesse immer diesen Spezialbegriff. Vielleicht irre ich mich auch. Recurved-Bogen oder ja, so? Ja, sag ich doch. Irgendwas mit Curved. Ja. Recurved. So. Ach, da steht sogar Recurved-Bogen. Ich übersehe es natürlich unter wieder. Unter deinen Waffenteilen. Ah, ja, genau. Recurved-Bogen. Blind wieder mal. So. Wir was? Beide. Ausnahmsweise mal nicht nur ich. So, gönne ich mir das auch noch. Schlüsselringabzug. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Nö, jetzt habe ich ja erstmal einmal die Schussfrequenz erhöht. Das reicht erstmal. Ich will mich nicht zu sehr verwöhnen. So, Fähigkeitspunkt habe ich nicht. Schade, ich hätte gehofft, dass ich hier reise. Mir ist nämlich noch was anderes eingefallen. Damit kann ich dich dann beeindrucken, dass ich mich an was erinnert habe. Aber lass dich überraschen. Okay. So. Okay, hier ist wieder finster. Hier könnte dann auch irgendwie wieder vielleicht ein Rätsel kommen. Moment mal, das war doch... Nee, das war keine Munition, das war EP, okay. So. 10. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagte meine Mutti immer. Sie hatte recht. Ich bin ein Eichhörnchen. Warte. So. Na, jetzt. Hm? Achso. Oh, diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Es wird wieder geknabbert. Knusper, knusper. Das gehört knusper. Ja schon. Hört ja schon fest dazu zu diesem Let's Play. Ja, schon. So. Okay. Achso, da geht's einfach nur weiter. Nochmal hochgucken hier. Mhm. Schön, schön. Eine Pilgerfahrt. Pilgerfahrt, sagt sie. Eine Klassenfahrt. Mimiko? Ach, die Sonnenkönigin? Vermutet sie gerade, war so als Frage formuliert. Oh, ich habe Eldorado gefunden. Captain Jessup? Ach, da ist er. So einfach gehe ich jetzt nicht auf den zu. Hier gibt es doch immer noch was. Sieht entspannt aus. Er hat keinen Stress Klar. mehr. Ja. Okay,
Okay, aber hier ist wahrscheinlich nichts anderes. Obwohl, hier sieht es ja so aus, als wenn ich irgendwie noch schwinge oder was. Geh erstmal rüber zu dem. Hier hockt noch einer. Na gut. Oh mein Gott. Oh, oh. Nein, it's a trap. Oh. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Das ist ja wie bei Outlast. Die Bibliothek, meinst du? So ungefähr, ja. Ja. Ja, nee, aber da ist man ja auch... Kann ich wieder schwingen? Ja. Da ist man ja auch irgendwann mal in so eine Leichengrube reingefallen und überhaupt... Kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Ah. Gott, das wird mal so grau, der Bildschirm, man denkt, sie ist jetzt hin. Ja. Nee, aber ich habe doch mal alles richtig gemacht. Oh. Was geht hier vor? Finden Sie einen Weg hinaus. Okay, das ist kein Walkie-Talkie zum Aufheben. Hier geht's auch nicht weiter. Eigentlich haben sie mir ja erstmal geholfen, aber jetzt haben sie mich wahrscheinlich in die Vorratskammer gesperrt. Die Oni. Sieht so aus. Doch. Dachte, sie geht da nicht weiter. So. Es kullern die Körperteile. Ich fürchte ja, dass sowas irgendwann auch mal ein Bossgegner wird. Boah, 100 EP, das hat sich gelohnt. Durch Leichenrutschen bringt EP. Jo. Und jetzt haben wir eine neue Position. Kloster an der Schlucht. Okay, da gibt's Munition, die ich nicht brauche. Nee, Moment. Oh, oder? Nee, doch, Munition. Moment mal, das sah aus wie Munition für die Waffe, die ich noch nicht habe, sag ich mal. Will nicht verraten, welche es ist, aber ich weiß es schon durch die Steuerungsoptionen. Da konnte man es einstellen und man sieht ja auch, es fehlt hier noch eine vierte, ne? Genau. Es sieht alles nicht gesund aus hier. Ah ja. Hoffentlich funktioniert das Ding. Et voilà. Und ich habe meine Rüstungsteile ausgegeben, verdammt. Meine Lieblingswaffe. Deine? Sie suchen nach mir. Ja, ich liebe die. Die ist so gut. Du hast doch gesagt, du findest die Pistole so toll. Ja, aber ich finde die Pistole super, aber über die Schrotflinte geht einfach gar nichts. Die ist so gut. Siehste, ich wusste doch, dass da noch was Tolles kommt. Sind wir wieder ein bisschen wie der Doom Marine unterwegs hier. Ja, schon. Wie hieß denn die nochmal? Die Super Shotgun oder so? Ja. Ich vergessen. Ja, irgendwie sowas. Ich hasse Gräber.
Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise, eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie um! Ja! Gehör mir! Gehör gut. Mir! Dann geht's jetzt mit der Schrot los. Und in Entfernung. Das kannst du gleich nochmal sagen, wenn es leiser geworden ist. Ich glaube, jetzt hört man dich nicht so gut. Ah, ich muss nachladen. Ah, hier gibt es Munition. Oh, brauche ich nicht mehr. So, nochmal dein Satz, Kim. Schrotflinten-Action. Zu spät, warum hast du das nicht früher gesagt? Nein. Das Lustige war, der hat mir hier gerade noch so ein Kill angeboten, ne, bevor der eigentlich dann doch krepiert ist. Hast du es gesehen? Habe ich. Ganz kurz war da noch dieses Symbol. So, sammeln, sammeln, sammeln. Habe ich eigentlich nachgeladen? Hat sie automatisch nachgeladen? Ich weiß es nicht. Ja, scheint alles drin zu sein im Magazin. Okay. Ausweiden. Aber ich glaub, da lag noch Muni. Ja, ich guck gleich nochmal. Also die hier habe ich eingesammelt. Ja, auf die anderen Seite auch. Ah, oh, aber reichlich. Oh ja, schön. Dann habe ich jetzt 18. Boah. Okay, und hier ist doch, das sehe ich doch schon an dem Seil, hier ist das nächste Rätsel. Aber erstmal schauen. Achso, hier kam ich, wo kam ich rein? Hilfe. Nee, da geht's da weiter. Schon wieder die Orientierung verloren. Egal. Nee, hier kam ich rein und habe die angeguckt. Aber es kann ja jetzt nur... mit... Ah, hey! Was zum Teufel ist das? Das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte, hier wäre Ruhe. Ist da oben noch einer langgestapft. Sowas. Und irgendeiner hat gesagt, was zum Teufel ist da unten los? Also hat eigentlich mich gemeint. So, machen wir mal Folgendes. Jetzt ziehen wir das mal ran. Achso, machst du schon automatisch. Und dann... Badaboom! So. Ich mach wieder die Schrotflinte. Das ist nicht die Schrotflinte, das ist die Schrotflinte. Ich könnte mir eigentlich auch mal das Mausrad angewöhnen, das ist auch ganz komfortabel. Muss man nur wissen, wann man wo ist. So. Allerdings ist das nicht die leiseste Waffe. Nein. Irgendjemand redet. Was, wo? Die haben ziemlich Probleme mit den Oni. Das soll gerade nicht meine Sorge sein. Ich sehe sie nicht, aber irgendwo passiert was. Okay, jetzt hoffe ich doch mal, dass wir ein Reisefeuer haben. Nein, immer noch nicht. Okay. Aber ist ja klar, was jetzt hier aufgelevelt wird. So. Was geht hier? Volle Drossel? Klingt komisch. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchem eine größere Reichweite... Oh ja, für 400. Na, jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel übrig.
Laufmantel, ein geschlitzter Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Okay. Schaden oder Reichweite, beides nicht schlecht. Polierter Bolzen erhöht Taktrate zwischen den Schüssen. Erhöhte Taktrate zwischen den Schüssen erhöht die Schussfrequenz. Ja, ist alles dabei. Gepolsterter Griff ist wahrscheinlich für, genau, Stabilität. Ein gepolsterter Frontgriff, der die Waffe beim Schießen stabilisiert und damit den Rückstoß verringert. Okay, Rückstoß nehme ich noch nicht. Wir haben 769. Ich könnte zwei investieren. 400 und eins von den beiden oder die beiden. Eigentlich in jeglicher Kombination, würde ich sagen. Okay. Taktrate. Schaden, Reichweite. Ich glaube, ich mache Schaden und Reichweite. Dann habe ich aber wirklich eine Menge reingeballert hier. Lohnt sich aber auch. Ja, das möchte ich jetzt auch einfach mal machen. Gut. Reichweite ist ja eigentlich so ein Paradoxon bei einer Shotgun. Mhm. Die besticht ja eigentlich dadurch, dass sie stark ist, aber eben nicht die Reichweite hat. Genau. Aber wenn ich das Beste aus zwei Welten bekommen kann, nehme ich das natürlich. Ja. So, gehen wir hier ums Eck. Ja, tatsächlich. Das ist ja eine entspannte Sequenz. Total. Was kann schon schief gehen? Achso, da hoch. Aber wie immer schön inszeniert. Ach, jetzt krabbel ich da rein. Das Ding nicht auf! Ah, shit. Nicht schief. Freunde, die Wächter töten uns alle als Eindringlinge. Wer sind diese Wächter? Was wollen sie? Zeitverschwendung! Legt sie um! Hab eigentlich noch überlegt, ob ich diesmal... Oh nein, 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 nein. Schon wieder so ein... Erstmal den anderen... Aua! Der hat mich von hinten erwischt. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Nein, ich wollte die Bewegung machen. Oh. Boah, was hält denn der aus? Panzerung. Das sieht ein bisschen abenteuerlich aus, wie ich hier ausweiche. Aber auch nicht ganz leicht. Also wieder mal mit meiner Tastenkombination nicht ganz leicht. Das gebe ich zu. Muss ich auf meine Kappe nehmen. Aber umso lustiger beim Zugucken. So. Ich dachte erst, mit denen kann man reden. Nix ist. Gut. Das sieht auch aus, als wenn es hier noch einkracht. Oh ja. Ist schon eine runtergekracht. Hier geht's hoch. Okay, war da hinten noch was? Eher nicht. Ah! Ach, du kannst mir doch gar nichts. Wo kam der denn her? Hey. Ich wollte eigentlich... Hallo? Ihn... Ich glaube, ich habe jetzt... Ja. Ich habe ihn leer gemacht. So. Ach so, das klappert da. Ach, so eine Geschichte wieder. Das tun wir doch. So, ich mach mal auf und guck, was passiert. Die Sache ist natürlich die... Ach so, ich muss beide Seiten aufmachen. Ha, 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 ha. Wenn ich mal jetzt nicht wieder zu langsam war... Ja, das ist es nämlich. Erstmal sammeln. Gut, hier ist nichts
Ach, die bleiben offen, oder? Ja. Die bleiben. Okay, dann muss ich es natürlich einmal kräftig in meine Richtung ziehen, denke ich mal. Das war daneben. So. Okay, und jetzt? Moment mal. Nee. Doch, da oben eigentlich, oder? Irgendwie muss ich... Sieht so aus. Ich mach mal den Überlebensinstinkt, sonst wird es hier wieder nichts. Voll bin ich auch noch. Mit der Glocke müsste es gehen. So viel wusste ich auch schon. Mach die mal erstmal wieder zu. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du einen Einzug hast. So wie jetzt? So wie jetzt. Ach, ich muss die... Ach so, die Balken an der Seite muss ich kaputt kriegen. Okay. Dann machen wir das. Ja. Oh. Kracht die tatsächlich schon ab? Naja, fast. Oh Gott. Hilfe. So. Jetzt die andere Seite auf. Ich höre Stimmen. Ah. Der sah ein bisschen stärker aus. Ah. Schön. Ist jetzt auch gerade nicht allzu anspruchsvoll. Die kommen ja alle in meine Richtung gelaufen. Scheiße. Ich muss sofort hier raus. Mit der Glocke müsste es gehen. So. Oh. Schon wieder Bogenteil gefunden. Dann ist doch jetzt die Frage, wie kriege ich denn jetzt diese Glocke darunter? Jetzt mache ich es mal mit beiden Seiten. Muss ich sie vielleicht, wenn ich Glück habe, nur noch einmal antippen und dann fällt sie. So kommt man am allerschnellsten runter. Oh Gott, was? Oh. Hätte ich springen müssen, man weiß ja vorher gar nicht, was abkracht. Das ging so schnell. Das hat mich auch sehr unerwartet getroffen, diese Stelle. Und. Boah. Was? Wo lang? Hier lang? Okay. Wieder so eine fiese Kamera hier. Oh Jott.
Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir und wir gehen zusammen rein. Weg zur Basis. Ja, Sam wurde entführt, wurde gerade gesagt. Mhm. Hier wurde was freigeschaltet. Ich habe 500 EP bekommen, was ja auch nicht zu knapp ist. Sehr schön. Ich hatte eigentlich ich hatte gehofft, wollte ich gerade sagen, in dieser Folge ein Feuer zu finden, mit dem ich auch mal reisen kann. Gerade als ich und da ist es nicht. Nee. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie dead. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Lara hat gerade nochmal die Ereignisse dieser Folge in einen Monolog gepackt. Da müsste ich jetzt den nächsten Tagebucheintrag von ihr haben. Oh je, besonders glücklich sieht sie da gerade nicht aus. Nicht so. Gut, wieder kein Feuer zum Reisen gefunden. Aber hier machen wir jetzt mal Schluss. Und beim nächsten Mal kann ich dann auch einen Fähigkeitspunkt einsetzen. Wie schön, ne? Sieht man hier schon. Dann verbleiben wir mal so und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.